Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Transocean, The Shipping Company. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wir legen als allererstes erstmal mit der Above the Law an. Medikamente in irgendwas und müssen erstmal volltanken, ablegen. Wir wollen nach Shanghai und dann nach Singapur. Okay. Haben wir was für Shanghai dabei? Ne. Ablegen. Ablegen. Fahren wir halt erstmal weiter. Warte mal, Singapur, Moment. Kapstadt, Shanghai, Singapur am Bali, genau, den Auftrag. Maggie Streamliner ist bereit zum Anlegen in Rotterdam. Das ist sehr gut. Maschinen aus Singapur. Und ich kann euch ganz genau sagen, was dieses Schiff jetzt tun wird. Und zwar haben wir einen Auftrag von Bangkok nach St. Petersburg. Im Moment können wir maximal mit Post-Panamax fahren, deswegen Auftragsliste Bangkok. Singapur ist dabei, das ist ganz in der Nähe zumindest. Obwohl, ich muss kurz überlegen. Wir nehmen die Medikamente mit, das ist näher an Bangkok dran. Ablegen. Zack, zack. So. Und da unten von Hamburg nach Colombo. Aha, aha, I like it. Vollstrecker, sehr gut. Ablegen, haben wir da schon was eingestellt? Nein, aber der soll auf jeden Fall nach Bangkok. Da brauchen wir definitiv Hilfe und Unterstützung. Da liegt er, da müssen wir hin. 5 Tage, alles easy. Randy One ist bereit zum Anlegen. Minus ein Tag. Das gibt eine Konventionalstrafe von 412.000. Das sind doch einfach. Das sind doch. Verbrecher. So, was machen wir jetzt hier? Naja, lassen wir die noch ein bisschen rumfahren, oder? Ja, nach Balboa. Dann nach Havanna. Buenos Aires ist natürlich wieder eine ganz andere Ecke. Ausgewählt. Zack. Bestätigen. Ablegen. Einmal nach Balboa. Dann weiter nach dahin. So. Okay, super. Tyson ist bereit zum Anlegen. Wo legen wir an? In Shanghai. Das ist sehr gut. So, da treffen nämlich die ersten Schiffe ein für diesen Auftrag hier. Nein. Nach Shanghai. Ach so, nee. Ach, Singapur. Singapur, nicht Shanghai, entschuldigt. Ja, die ersten Schiffe für Singapur treffen nämlich jetzt ein. Die diesen wunderbaren Auftrag hier machen wollen mit dem Spielzeug für die Kindies. Das ist eine scheiß Auslastung. Das ist eine bessere Auslastung. So läuft's. Okay, die zwei Sachen. Ablegen. Da hoch muss das. Okay. Ablegen. In Kyoshiohong zum Hafen. Betanken, ablegen. Haben wir hier schon was eingestellt gehabt? Nein, das ist ein... Was ist das für ein Schiff? Ein New Panamax Max. New Panamax ist das. Und da können wir Singapur... Singapur müssten wir noch mitmachen. Busan läuft, glaube ich. Ja, wir müssen erstmal den einen noch auf Singapur. Hm, haben wir nichts. Ich überlege gerade, ob wir stehen jetzt. Wo liegt der? Hier liegt der. Ich jetzt nach Busan schicke oder nach Singapur? Das ist die Frage. Hm. Schicken wir nach Singapur. Ich denke, das wird besser. Shanghai, Moment. Nach Shanghai war da auch was. Ja, aber das ist falsch. Da befindet sich jetzt in Shanghai. Dann kann der... Dann kann der jetzt nach Busan. Und zwar, Moment. Zack.
Busan 0 Tage. Ablegen, ankommen. Sehr gut. Und in Busan haben wir nämlich die Sache nach Melbourne. Die Postpakete. Das wäre eine gute Auslastung. So rum. Genau. Wir wollen natürlich immer maximale Güter mitnehmen. Einmal hier runter und dann wieder hier hoch ablegen. Bereit zum Anlegen in Bangkok. Sehr gut. Denn in Bangkok brauchen wir natürlich auch mal eine kleine. Denn wir müssen nach St. Petersburg. Und zwar Spielzeuge bringen und das nicht zu wenig. So, und ich hoffe mal, dass das gute Schiff jetzt, ich weiß nicht, ob der es wenigstens bis da hoch schafft. Oh, die schaffen es alle nicht bis da hoch. Naja, dann Valencia wie immer, Lissabon, Zwischenstopp. Und dann geht es weiter nach St. Petersburg. Oh, Tyson, Piraten und bla 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 mit Wasserwerfer bekämpfen. Die Piraten sind am Wasserwerfer vorbeigekommen, dann zahlen wir halt die 7 Millionen Lösegeld. Oh. Die werden auch immer billiger. Werft, bla bla bla. Monatliche Kreditrate ist abgegangen. Neue Firmenverträge. Okay, und die Randy One ist bereit zum Anlegen. Das machen wir eben mal. Ja, die haben wir noch geladen. Gucken wir mal, haben wir noch was für Havanna dabei? Ne. Ablegen und weiter geht's. Maggie One ist bereit zum Anlegen in Singapur. Zack. So, jetzt haben wir eine wunderschöne Auftragsliste und zwar das liebe Spielzeug. Das ist optimal, mehr geht nicht. Also hier sind wir von der Tonne, was maximal das Schiff tragen kann. Absolut am Limit. Ablegen. Nach da. Ablegen. Moment, jetzt will ich nämlich mal was anderes gucken. Ich will mal gucken, wie es bei uns in den Finanzen überhaupt aussieht. Saldo, minus 2,8 Millionen. Was? Was? Tankkosten, Ratenzahlung, sonstige Zahlung. Achso, der Monat hat gerade erst angefangen. Ist gerade mal der zweite. So. Ein Krediteur. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wir haben noch... Oh, restliche Laufzeit. Einen Monat. Restliche Laufzeit 5 Monate. Wie geil ist das denn? Kredit bezahlen. Komm hier. Kredit bezahlen. Haben wir die 2 ja endlich von der Backe. 62 Mille können wir ins Minus insgesamt. Okay, die 2 Kredite sind erledigt. Ey, wunderbar. Wie cool. Firmenverträge. Aufgenommene Kredite. Haben wir nichts. Frachtprämien. Oh, ja, geht schon nach oben, die Kurve. Sehr gut, sehr gut. Und, Moment, irgendein Schiff war bereit zum Anlegen. Ja, ja, ja. Okay, in Shanghai. Wo will der hin? Wo will der jetzt noch hin? Nach Kapstadt? Ach so, da wird's. Ach so, verstehe, alles klar. Okay, das ist das Schiff, was hier von. Verstehe, was von Shanghai und Kapstadt diesen Firmenvertrag macht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal weiter nach Kapstadt, dort nach allen abladen, dort wieder aufladen und dann wieder hoch nach Shanghai für den Firmenauftrag. So, in Bangkok steht jetzt noch ein Schiff und endlich ein Post-Panamax-Schiff, was nach St. Petersburg mit seiner Benzinladung problemlos kommen sollte. Allerdings hier von der Ladung wieder absolut zum Kotzen ist. Ach, das ist einfach zum Heulen. Bestätigen, dann ablegen. Einmal bis ganz hoch bitte. Danke und Wiedersehen. Sehr schön. Sehr schön. Ich überlege die ganze Zeit, was ich mit den Fiedern mache. Wenn Stanley quasi erkundet ist, weil... Ich bin so nah am Tycoon-Rang, ich weiß nicht, ob ich die Feeder noch brauche. Also ich bezweifle es fast. Ich glaube, dass die echt überflüssig werden und dass wir die, ja, verkaufen könnten, theoretisch. Es würden auch wieder neue Schiffsnamen frei werden. So, Moment, die Flying Dutchman. Einmal anlegen, jawohl, unten in Kapstadt.
dann einmal betanken, Auftragsliste und da mal ein bisschen was für Shanghai. Nämlich ein paar Luxusgüter, meine lieben Freunde. So. Bestätigen. Ablegen. Ablegen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier kommt schon das nächste Schiff. Der Hunter, was auch diesen Firmenvertrag fährt. Hier bei denen ist noch gar nichts passiert, aber die Schiffe sind auf jeden Fall unterwegs. Hier sind, glaube ich, auch 3 Schiffe mittlerweile unterwegs. Hier auf jeden Fall 2 Schiffe und hier, glaube ich, auch 1 Schiff. Oder nee, hier auch 2 Schiffe meines Erachtens. Firmenverträge, schauen wir uns doch mal an, was es Neues gibt. Holla die Waldfee. Santos, okay, Stefut, Dakar. Was haben wir hier? Naja, das ist nicht so prall. Auch nicht so prall. Das wäre nicht schlecht hier. Von Salala, Halalala nach Stanley. 700 TU, wir haben 12 Monate Zeit dafür. Ist eigentlich ein super easy, witzlos Auftrag, oder? Nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Halten wir uns mal ein Feeder bereit dafür. Verkaufen die nämlich doch nicht. So, und Randy ist bereit zum Anlegen. Zum Hafen. Auftragsliste. Jetzt muss ich mal gucken. Hier, Salahalla, wo das jetzt ist genau. Gott, das war irgendwo hier hinten, glaube ich. Da. Gar nicht so weit von hier. Auftragsliste. Algier könnte man mitnehmen. Algier könnte man mitnehmen. Beide. Bestätigen. Ablegen. Voll tanken. Ach du Scheiße. Jetzt machst du mal nach Dakar düsen. Mehr Sprit ist. Ach so. Verstehe. Müssen wir doch nicht. Hat mich jetzt schon extrem gewundert. Dann weiter nach. Na, wo waren das jetzt? Ach, hier. Haben wir sogar einen Hafen. Wie geil. So, können wir uns auch ein bisschen beeilen. Das ist schön. Frieden ist bereit zum Anlegen in Bangkok. Okay, das nächste Schiff in Bangkok angekommen. Auch ein Panamax. Und der möchte natürlich jetzt auch nach St. Petersburg fahren. So. Bestätigen, ablegen. Alter Schwede. Hunter ist bereit zum Anlegen. Super, radioaktive Waren von Shanghai sind eingetroffen. Aber worum es hier eigentlich geht, ist, wir müssen nach Shanghai die Luxusgüter bringen. Und das ist Wahnsinn, dieser Auftrag, wie viel Geld er uns bringen wird. Sogar den Laden. Das sind aber Agrargüter. Das ist gut. Das geht auch nicht. 3-2. Machen wir so rum. 3 Stück. Richtig, richtig viel Geld. Und zack, zurück nach Shanghai. Okay, Melbourne. Ach so, wir haben wahrscheinlich von Melbourne nach Busan. Ah ja, sehr gut. Um zu beweisen, dass sie aber nicht völlig abgehoben sind, sollten sie demonstrieren, dass sie es immer noch drauf haben. Nehmen sie 10 manuelle Anlege- oder Ablegemanöver vor. Das kriegt man hin. Aus welchem Hafen oder in welchem Hafen ist dabei egal, aber es muss mit jeder Schiffsklasse jeweils 2-mal sein. Schließlich wäre es ja zu einfach, dies nur mit den Fiedern zu machen, oder? Das kann ja jeder. Ich hätte es eigentlich nur mit dem Panamax gemacht. Okay, kein Problem. Wir sind jetzt gerade in Melbourne. Huch. Was macht denn der jetzt in Melbourne? Moment, Firmenverträge. Stanley. Ach so, doch, von Busan nach Melbourne. Da ist jetzt quasi das erste angekommen, Auftragsliste. Müssen wir zurück nach Busan.
mal gar nichts in die Richtung. Das ist ja ärgerlich. Ablegen. Naja, gut. Legen wir es mal wieder ab. Ich überlege gerade, ey. Mache ich das jetzt? Na ja, komm. Machen wir es. Scheiß doch die Wand an. Zweimal mit Fida, zweimal Panamax, zweimal Post-Panamax, zweimal New-Panamax und zweimal ULCV-Klasse. So. Na gut. Ist ja kein Problem. Wo ich mit den Kleinen lange nicht angelegt habe. Aber schauen wir mal. Kriegt man gehandelt auf jeden Fall. Wo müssen wir einparken? Rechts oder links? Ja, links. So, davon müssen wir rein, meine lieben Freunde. Vielleicht sollten wir auch nicht ganz so schnell unterwegs sein. So. Hier einmal schön rumziehen hinten. Wir haben leider kein Bugruder. Kein Bugstrahlruder, das ist das Problem an der Sache. Naja, was heißt Problem? Das kriegen wir natürlich auch ohnehin, ohne Frage. Oh. Und jetzt voll einschlagen und dann kriegt man das Teil doch hier mit einem Knoten gut rein manövriert, oder? Oh, 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 oh. Ja, nice. Hat auch gut gepasst, super. So, sehr schön. Wir liegen gerade in Buenos Aires, meine lieben Freunde. Firmenverträge. Ich will mal ganz kurz schauen, ob ich noch was, so eine Mini-Firmenverträge habe hier. Metro von Vancouver nach Nuke. Den nehme ich mal auch an. Vertrag annehmen. Ja. Ja. Und jetzt fahren wir mit unserem kleinen Baby hier nach Vancouver. Ich muss mal gucken, wo hier Vancouver ist überhaupt. Muss da irgendwo hier oben sein, oder? Ne, warte mal. Vancouver. Ja. Da oben. Da liegt man. Ja, gut. Nicht? Auftragsliste, Stanley, darüber. Und das können wir machen. Cologne. Und dann von Cologne weiter nach Vancouver. Kein Problem. Ablegen. So. Und dann quasi dahin weiter. So, jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen hoch neben den Speed. Wieso geht das jetzt nicht? Ach so. Wieso geht das jetzt nicht? Bin ich jetzt blöd? So wird es gehen. So, einmal manuell noch ablegen. Dann hätten wir das mit den Federn nämlich schon hinter uns. Ach so, was? Manuell an- und ablegen? Oder ist das jetzt egal? Weil ablegen ist ja echt voll easy, ey. So, einfach Vollgas raus hier. Einfach Vollgas raus. Das wird Rekord, meine lieben Freunde. So, sehr schön. Passt auch, wie die Faust aufs Auge. So, wunderbar. Aber das ist schon erledigt. Es wird vor allen Dingen unter einer Minute, meine Bros. Das muss erstmal machen, ne? Hier so ein Formel 1 Start mit so einem Fida. Geht gut durch die Mitte. Was noch gut durch die Mitte geht, meine lieben Freunde, ist die Zeit, die wir jetzt schon hinter uns haben. Und hier machen wir ein kurzes Stöppchen rein. Schauen mal ganz kurz hier drauf. Ja, 2 von 2. Okay, müssen wir noch Panamax, Post-Panamax und Ü-Panamax. Kriegen wir alles hin. Können wir auch mal ein bisschen einparken. Habt ihr auch wieder was davon. Und in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr unterstützt mich natürlich wie immer dabei. Und das war's erstmal. Tschüss.